Willkommen zum Fenster rechnerische Erklärung, grafische Erklärung vom Arbeitsblatt quadratische Gleichungen. Und in diesem Video wollen wir uns mit der rechnerischen bzw. grafischen Erklärung beschäftigen, warum eine quadratische Gleichung zwei Lösungen haben kann. Hier steht nun die quadratische Gleichung a mal x hoch 2 plus b mal x plus c ist gleich 0 kann bis zu zwei Lösungen in den reellen Zahlen haben. Und als erste Aufgabe sollen wir uns nun anschauen, es gilt a ist größer 0 und c ist kleiner 0. Warum hat diese quadratische Gleichung sicher zwei Lösungen in den reellen Zahlen? Und wir sollen hier für dieses Beispiel sowohl eine rechnerische als auch eine grafische Argumentation finden, warum eine quadratische Gleichung in dieser Form, bei der a größer 0 ist und c kleiner 0, ganz sicher zwei Lösungen hat. Versuch das zunächst bitte wieder alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss sprechen wir dann wieder gemeinsam über die Lösung. Gut, betrachten wir zuerst die Aufgabe rechnerisch. Das heißt, wir wollen rechnerisch argumentieren, warum wir bei a größer 0 und c kleiner 0 für so eine quadratische Gleichung sicher zwei Lösungen haben. Und dazu erinnern wir uns zurück an die große Lösungsformel, weil wir ja hier eine quadratische Gleichung mit Leitkoeffizienten haben, also wir haben hier den Koeffizienten a beim x hoch 2. Und in einem der vorigen Videos haben wir auch schon gelernt, dass wir durch Betrachtung der Diskriminante, also dem Ausdruck unter der Wurzel, bestimmen können, wie viele Lösungen eine quadratische Gleichung hat. Und insbesondere haben wir gesagt, wenn die Diskriminante positiv, also größer 0 ist, dass dann die quadratische Gleichung zwei Lösungen hat. Das heißt, wir wollen im Grunde zeigen, dass die Diskriminante, das heißt der Ausdruck unter der Wurzel, mit a größer 0 und c kleiner 0 sicher positiv, also sicher größer 0 ist. Also machen wir das. Wir schreiben uns die Diskriminante nochmal hin, also d ist gleich b zum Quadrat minus 4 mal a mal c. Und was wissen wir jetzt? Wir wissen über das b im Grunde nichts, aber das b wird hier quadriert. Und das heißt, egal ob b negativ oder positiv oder auch 0 ist, durch das Quadrieren wird die Zahl auf jeden Fall nicht negativ. Das heißt, wenn wir hier eine negative Zahl einsetzen, quadriert wäre sie positiv und eine positive Zahl wäre quadriert natürlich auch positiv. Das heißt, wir können auf jeden Fall sagen, dass b Quadrat größer gleich 0 ist. Also entweder größer 0 oder gleich 0. Und jetzt haben wir hier hinten minus 4 mal a mal c. Nun wissen wir, dass das a auf jeden Fall größer 0 ist. Und das c ist auf jeden Fall kleiner als 0, also negativ. Nun, wir multiplizieren eine positive Zahl mal einer negativen Zahl, dann ist deren Produkt auf jeden Fall negativ, kleiner 0. Und nun haben wir aber hier vorne ein Minus, das heißt minus eine negative Zahl ist auf jeden Fall positiv. Das heißt, bei der Diskriminante haben wir hier eine positive Zahl und dann plus eine weitere positive Zahl. Das heißt, insgesamt ist die Diskriminante auch größer 0, also positiv. Und das bedeutet nun, die Diskriminante ist auf jeden Fall größer 0. Und wenn wir nun in die große Lösungsformel blicken, dann sehen wir, dass wir dann auf jeden Fall die Wurzel ziehen können, weil hier ein Wert größer 0 rauskommt. Das heißt, das Plus, Minus spielt eine Rolle. Wir haben dann für die erste Lösung plus eine positive Zahl und für die zweite Lösung minus eine positive Zahl. Das heißt, wir haben hier gezeigt, dass wir auf jeden Fall zwei Lösungen erhalten. Nun wollen wir das Ganze auch noch grafisch zeigen. Und für a größer 0 wissen wir auf jeden Fall, dass die
die Funktion zu dieser quadratischen Gleichung eine Parabel ist, die nach oben geöffnet ist. Und weil das c kleiner 0 ist, wissen wir auch, dass der Graph dieser quadratischen Funktion auf jeden Fall nach unten verschoben ist, unter die x-Achse. Das heißt, wir können hier eine quadratische Funktion, also den Graph einer quadratischen Funktion skizzieren, der das erfüllt. Der könnte dann zum Beispiel so aussehen, das ist nur eine Skizze, und hier hätten wir dann den Schnittpunkt mit der y-Achse, hier rüben, genau bei 0 und c, also für x den Wert 0 und für y den Wert c, und c ist ja kleiner als 0, also hier unterhalb der x-Achse. Das war's für den ersten Teil von dieser Aufgabe, und im nächsten Video geht's mit dem Teil B weiter.